Servus, meine Lieben, ich bin's wieder, die Elisabeth Kämpfle aus Pfaffenhofen an der Ilm. Ich bin Femina-Beraterin, das heißt, ich backe seit 26 Jahren mit dem Femina-Edelstahl-Backsystem und vertreibe das auch. Und heute ist einfach wieder so ein Tag, wo ich gesagt habe, ich muss euch was zeigen. Dann richten wir unser Stativ wieder her, dass ihr viel seht. Eigentlich wollte ich jetzt auch schon mal mit dem Platzlbau anfangen, wir haben Ende November. Aber so richtig Lust habe ich auch nicht und Kinder da ist auch nicht so. Also habe ich gedacht, mache ich doch lieber einen weihnachtlichen Kuchen und zwar einen weihnachtlichen Bienenstich. Und außerdem muss ich euch sagen, ich mache ja Backvorführungen und durch das ganze Corona-Jahr war das heuer so, dass ich meine schönen Schürzen, die ich immer auf der Backvorführung trage, nicht anziehen habe können. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt, wenn ich für euch was mache, dann ziehe ich es für euch an. Habe mir extra mal besticken lassen mit meinem Namen drauf. Ist halt so. Gut, wie gesagt, es gibt einen weihnachtlichen Bienenstich. Ich habe mal ein bisschen Weihnachtsdeko schon beleuchtet. Das habe ich von einer lieben Kundschaft geschickt gekriegt. Ich danke nochmal ganz herzlich. Ich habe gesagt, ich muss das unbedingt auf dem Video zeigen, weil das total schön ist. Nur ganz am Rande. Eine beleuchtete Flasche von innen mit der ganz schönen Winterlandschaft. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber ich stehe voll drauf. Gut, vorbereitet habe ich wie immer unsere Form, fangen wir von unten her an. Unseren Femina-Rost, den ich mit den Bügeln ja verschirmen kann, auf jede Breite vom Backofen. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit kann ich einmal zwei oder es kann sogar drei Roste gleichzeitig nicht, wenn ich es auf Umluft mache, weil die ja genau in die Schienen vom Ofen laufen. Als Tipp an Weihnachten oder wenn ihr viele Böden macht, zum Beispiel zur Prinzregenten, dann dreht ihr den Rost um. Dann habt ihr eine ganz glatte Fläche, dann könnt ihr es schneller mit dem Schnittenhelfer runterziehen und wieder rauf. Der ist ja aus Edelstahl, das heißt, der heizt sich schnell auf, gibt aber die Wärme wieder schnell ab, also er kühlt er relativ schnell ab. Dann kommt die Dauerbackfolie drauf. Da wird es auch im letzten E-Mail und auf WhatsApp und überall mal ein Zeitungsartikel mitgeschickt, der war bei uns in der Zeitung, überregional, dass das doch eine super Sache ist mit so einer Dauerbackfolie, dass sich Qualität auszahlt. Also die billigsten sind auch nichts. Wahrscheinlich. Und die gibt es bestimmte Abmessungen. Wie gesagt, bei uns gibt es im Dreier-Set zum Kaufen oder auch einzeln. Und wenn ihr das jetzt seht, ist das Braune drauf. Das ist einfach, ja, weil ich es bestimmt schon 200 Mal hergenommen habe, wenn es langt. Das heißt, man kann es bis 500 Mal hernehmen, aber ich kenne Fälle, die haben es schon länger wie 500 Mal. Nur nicht drauf schneiden, abwischen. Ist geschmacks-geruchsneutral. Ich kann jetzt einen Kuchen machen oder vorher einen Fisch drauf haben. Nach dem Fisch wasche ich es mal ab, trocknet es noch und dann kommt der Kuchen drauf und ich schmeckt nichts vom Fisch. Und ich spare mir halt sehr, sehr viel Backpapier. Also man sollte mal ein bisschen an die Umwelt denken. Dann kommt die Form drauf. Ich habe hier meine Venusform genommen, weil diese schönen Bögen hat und ich denke mir, gerade für Weihnachten ist die top. Wir haben auch noch unsere Sternform, den Morgenstern. Die Venus hat auch hier schon die Rillen, wo man es innen sieht, wenn man es einschicht, wie hoch das der Tag ist. Ist eine 28er Form. Kann ich genauso zusammendrucken in der Spülmaschine. Kommt so wieder raus. Ich kann hinkratzen, ich brauche nichts einfetten. Der Ofen surrt im Hintergrund schon, der ist schon vorgeheizt. Also riecht es dann immer am Anfang alles her. Und heute brauche ich nicht einmal eine riesen Küchenmaschine, habe ich beschlossen, weil auf die Vorführungen sage ich einmal, ob sie ein Handrührgerät haben. Da machen wir jetzt ein normaler Biskuit. Das Biskuitrezept ist nur ein bisschen abgewandelt, da kommt jetzt ein Lebkuchengewürz rein. Und weil es ein weihnachtlicher Bienenstich ist, zeige ich euch noch kurz die zwei Produkte von Femina, die wir haben. Die will ich auch sehr gut finden, muss ich sagen. Es ist eine Erleichterung, man muss nicht hernehmen, aber es geht halt einfach praktischer. Das ist das Bernsteingold, das ist ein Pulver. Da können wir gleich mal raus tun, weil ich sowieso was brauche. Dieses Pulver mische ich einfach mit Mandelblättchen, gekackte Mandeln, Nüssen, ich kann einen Krokant draus machen. Ich tue es oft in Streiselkuchen, in die Streisel ein bisschen rein, dann haben die crunchiger. Man kann Florentiner draus machen, es gibt viele Rezepte dazu. Eine Flasche hat 250 Gramm drin und die hätten wir jetzt nur bis 2021 Februar. Die nächsten haben schon wieder länger haltbar. Es erleichtert es, ich sage halt, ich brauche jetzt, wenn ich einen Bienenstichguss mache, ich brauche keine Sahne aufkochen, keine Milch, keine Butter und dann habe ich diese Kalorien auch nicht im Teig drin. Und der ganze Tag bleibt dann einfach lockerer, sage ich jetzt mal. Das ist wie gesagt ganz normales Pulver in so einer Schraubflasche, die ihr schön abschließt, dass das nicht fest wird.
Hier habe ich jetzt, wie es im Rezept steht, schon Mandelblättchen und gekackte Mandeln gemischt und ein bisschen an Zimt. Ich mache es immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blechkuchen mit Bienenstich habe, dann nehme ich Mandelblättchen, weil ich schneide dann sowieso die Teigplatte oben ein. Und wenn ich aber Rouladen habe, die ich aufrolle und vorher den Bienenstichbelag drauf tue, dann nehme ich gekackte Mandeln, weil bei der Rouladen kann ich dann mit dem Messer besser durch die gekackten Mandeln durchschneiden. Dann druckt es mir das Stück nicht so ab. Sag ich, ich brauche jetzt da, was steht denn drin? 3 Esslöffel. Ich sage, für Rouladen braucht man auch 3-4 Esslöffel. Das ist einfach. Pulver steht auch ganzen Zusatzstoffe, findest du im Internet. Es gibt da so verschiedene Sets. Ihr könnt das einzeln bei mir kaufen. Oder in so einem Kennenlernset gibt es zum Beispiel. Das mische ich jetzt einfach so mit dem Pulver und das streuen wir dann nur noch auf den rohen Teig drauf. In die Füllung kommt die Femina Snow Creme. Das erkläre ich dann, wenn wir die Füllung machen, wenn man die behandelt. Das ist wie so eine Art Panna Cotta, sage ich jetzt einmal. Auch lang haltbar, braucht dann nicht einen Kühlschrank. Ist innen drin ja eben wie so, sage ich mal, ein fester Pudding. Ist schon Gelatine drin. Ja, wie gesagt, das machen wir dann, wenn wir die Füllung machen, dass wir jetzt weiterkommen. Dann legen wir los. Ich habe meinen Schlagkessel, der fasst ja 3 Liter. Habe ich unten den Fuß dran, der darf jetzt auch von der Lohr stehen. Aber das Praktische mit dem Fuß ist, ich kann es mir schön schwenken. Da habe ich jetzt meine 4 Eiweiß drinnen. Dann tue ich meinen Deckel drauf. Und ich mache jetzt einmal live, damit ihr das seht, wie schnell das geht. Ich schlage jetzt meine Eiweiß ein bisschen an. Und dann tue ich den Zucker dazu. Die Eigelb habe ich hier in meinem kleinen Viertel-Liter Cup. Und dann, wie wir vorhin noch machen, habe ich in meinem Müllermeister Mehlsieb ein Puddingpulver Vanille drin. Also so ganz handelsübliches Puddingpulver. Das wiegt 37 Gramm, also sprich 40 Gramm. Und dann steht im Rezept immer ein Päckchen Puddingpulver bis 120 Gramm mit Mehl auffüllen. Das heißt, ich habe jetzt 40 Gramm Puddingpulver, dann brauche ich noch 80 Gramm Mehl, dass ich insgesamt 120 habe. Und hier kommt noch ein Prisen Lebkuchengewürz dazu, für das weihnachtliche Aroma. Wenn ihr kein Lebkuchengewürz habt, dann könnt ihr ein Spekulatiusgewürz hernehmen, ein bisschen Zimt hernehmen. Also, da, oder schmisst schon selber ein bisschen Nelken, habt ihr alles daheim. Dann sage ich euch mal schnell, so schnell, wie wir das durchsieben kann mit unserem Müllermeister Mehlsieb. Da hat sehr viel Platz. Und dann ist das auch gleich passiert. Der hat seitlich nur so eine Öse zum Aufhängen. Kann ich also sogar raus und sowas aufhängen. Ich tue den dann in die Spülmaschine, weil es ist nur trockene Zutat drin, sage ich jetzt einmal. Gut, gehen wir noch kurz auf Zeiten. Dann machen wir das halt mal live. Dann zeigt sie, wie flott das geht. Anrührgerät und weg. Braucht sie keine riesen Küchenmaschine abdeckeln. Ich hasse es, wenn man so wie Geschirr immer in der Küche ist. Da geht mein Schlagkessel genauso. Der ist jetzt fest. Dann schütte ich meine Eigelb drüber. Da brauche ich den Deckel auch gar nicht. Und da wirklich nur ganz kurz drunter rühren.
Das war's schon. Es gibt natürlich Leute, die den Viertelstunden alles miteinander schlagen. Die dürft sie auch machen, wie sie will. Ich sage immer, das Ergebnis zählt, wie es dazu kommt, ist euer Ding. Und dann tue ich mein Handrührgerät schon weg, das brauche ich gar nicht mehr. Jetzt habe ich praktisch Eischnittzucker und Eigelb drin. Und jetzt hebe ich mir das Mehl noch drunter. Geht auch raus. Das ist der Softliner groß. Ich kann nichts für die ganzen Namen. Ist halt so. Richtig schick gelb. Das sind Bio-Eier. Und oben, wie gesagt, vorheizen. Ich mache alles Ober-Unterhitz. Außer Biskuit. So. Und was ihr nichts machen dürft mit dem Softliner, ist da am Rand immer hinhauen. Da werden nämlich die Spiralen vielleicht locker. Einfach innen drin in der Schüssel abklopfen. So, das war's schon. Jetzt habt ihr das mal live gesehen, wie schnell das geht. Dann nehme ich unseren Hermelin. Das Schiene hat einen langen Griff, wenn ihr eine größere Schüssel habt. Und es bleibt leider nichts in der Schüssel drin. Das alles rein. Ich habe immer das gleiche Werkzeug, also wenn es euch einmal das zulegt, ihr könnt alles einzeln kaufen. Bei manchen Sachen gibt es ein Set. Fragt es mich, schreibt es mir an. Dürft es mir anrufen. Bloß nicht auf dem Handy, weil ich mag einfach, bin kein Handy-Telefonierer, muss ich sagen. Jetzt habe ich ihn drinnen. Jetzt habe ich natürlich mein Karussell nicht, wo ich schön dran kann. Bin jetzt selber schuld. Aber das geht auch. Und mit dem Liftball Spitze, wo ich jetzt in der Hand habe, komme ich auch schön in die Ecken rein und habe auch noch eine zusätzliche Tortenschaufel dann daheim. So. Nachher nehme ich das Karussell wieder. Dann brauche ich mich nicht so umeinander biegen. Das war's schon. Alles benutzen, nichts herschenken. Sieht man auch nicht mehr. So, und jetzt tue ich auf den rohen Teig, also auf den rohen, ungebackenen Teig, die Mischung drauf. Einfach verstreuen. Und das schmilzt dann praktisch während des Backens. Und dann habt ihr richtig so eine schöne Bienenstichkrusten, wie ihr es halt schon immer kennt. Finde ich, wie es sein soll, aber halt lang nicht so fett, sage ich jetzt einmal. Das ist jetzt nur mal ein Vorschlag. Ihr dürft es natürlich machen, wie ihr wollt. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, wie live das so schnell geht. Ihr könnt jetzt ein bisschen rutschen, dann der Belag drauf. So, Ofen rein und nachher sehen wir uns wieder, wenn er ausgekühlt ist. Jetzt geht es weiter mit unserem weihnachtlichen Bienenstich. Der Biskuit mit der Bernsteinkruste ist jetzt gebacken. Ich gebe zu, er war einen Tick zu lang drin. Einfach schauen, wie euer Ofen backt. Lieber ein bisschen eher ausschalten, der Biskuit braucht ja auch nicht lang. Dann tue ich jetzt erst einmal von der Folie runter, wie immer. Die schnellste Variante ist beim Biskuit hochkant aufstellen und dann einfach ein Tortenhelferblatt runter. Dann habe ich ihn schon auf meinem Tortenhelfer drauf, kann nichts mehr passieren. Dann haben wir den Rost weg. Und da gehe ich einfach mit der Garnierspachtel oder was ich gerade da habe drüber. Wische die Folie nochmal feucht ab. Und schon ist alles fertig. Feucht abwischen, trocken nachwischen. Mache ich nachher dann. Und dann kann ich so zusammenklappt schon wieder einen Schubladen rein oder verstauen. Nur nicht zusammenknicken und recht halten. Jetzt nehme ich mein Karussell, weil wie gesagt, da tue ich mir schon mal 100-mal leichter zum Arbeiten. Ein Küchentuch erfeucht ist, dann rutscht mir da nichts durch die Gegend und ihr seht es auch besser. Jetzt ist der Boden natürlich noch am Rand dran. Nehme ich mein Spitzbogenmesser, ich darf einen Rand reinschneiden. Ich muss nichts Eifetten bei den Formen, sind kratzfest, sage ich einmal.
Da riecht auch der Käsekuchen im Kühlschrank in der Form nicht nach Kühlschrank oder so. Und so wie es jetzt ist, durch den Spülbecken im Wasser ein bisschen einwachen, ein bisschen mit dem Bürstel dann vielleicht hingehen und dann einfach, wie es mir gerade in die Spülmaschine reinpasst, in die Spülmaschine. Jetzt nehme ich meine Torten- und Garniermesser, beidseitig scharf, aber ein gescheites Messer braucht man, und schneide es einmal durch. Nehme jetzt die glatte Seiten und immer das gleiche Prinzip. Wie gesagt, unser Karussell ist da, es ist schön hoch, ihr seht es einmal, das ist jetzt auch nicht so niedrig. Ich kann es als Kuchenplatten hernehmen, fürs Buffet, für irgendeine Schale draufstellen. Und jetzt nehme ich so zum Tortenschneiden her, Hand drauf und mit der glatten Seite schneiden. Immer ein bisschen ringsrum, ein paar Zentimeter rein und drehen. Und das kann ich halt mit dem Karussell am allerbesten. Das haben wir einmal geleistet, aber ich möchte es auch nicht mehr hergeben. Und ich habe noch keinen kennengelernt, der was es gekauft hat oder bestellt hat und dann gesagt hat, oh, braucht er nicht. Ob ich jetzt eine Torte einsetze, verziehe, eine Lage Pralinen einfülle, jetzt Weihnachten Platzl verziehen, kann ich alles viel haben. Dann bin ich auch schon durch. Ihr seht, ihr braucht gar kein Werkzeug dazu. Nehme den obersten Boden weg. Das ist jetzt unser Biskuit. Und dann schneide ich mir den obersten Biskuit gleich direkt bei den Stücke. Jetzt mit der gewellten Seite, weil ich durch die Mandelblättchen durchkommen will, in gleiche Stickerl. Weil die werden wir dann gleich schön auf den fertigen Torten drapieren. Und das geht so am besten. Einfach ein bisschen sägen und dann flutscht es schon durch. Da ist die Venusform auch ganz toll, weil es richtig schöne Spitzen hat. Das heißt, schöne Stickerl werden es. Dann kommt als erst wieder als Belag auf den Boden kommen Preiselbeeren, angedickt mit ein bisschen Sofortgelatine. Wenn ihr keine Preiselbeeren mit, dann nehmt ihr einfach Kirschenaddikte mit ein bisschen Zimtaroma drin. Geht genauso. Das mache ich jetzt schnell. Und dann schlage ich anschließend gleich die Snowcreme zur Buttercreme. Das erkläre ich jetzt auch noch kurz. Trockendurchgang, da habe ich jetzt meine Butter schon drin und einen Puderzucker. Die schlage ich jetzt mit der Küchenmaschine, weil es wirklich luftig sein muss, bis so richtig so weiß-cremig heißt es. Also bis die Butter nicht mehr gelb ist, sondern so ins Weißliche geht. So lange schlage ich die, das dauert ein paar Minuten. Und dann kommen wir zu unserer Snowcreme gleich nochmal kurz. Es sind 500 Gramm drin. Ist, wie ich gestern, also vorher schon gesagt habe, im Video ist im Endeffekt wie so Panna Cotta. Ist erhitzte Sahne drin. Zucker ist ein bisschen drin, Gelatine ist schon drin. Und das Praktische ist, ich schlage die normalerweise, wenn ich jetzt so Kuchenfüllungen mache oder Desserts, tue ich es in irgendeinem Mixbecher, nehme ein Handrührgerät und schlage es flüssig, weil das so eine Art wie Pudding-Konsistenz hat. Mische es dann unter die jeweilige Füllung, wo ich es brauche. Ob ich jetzt eine Sahne drunter hebe, einen Quark und Früchte, da gibt es ganz viele Rezepte von mir. Oder ich mache ein tolles Schokomousse nur mit dieser Snowcreme-Sahne. Und eine ganz bekannte Nuss-Nougat-Creme, aber schmeckt göttlich und ist total schnell gemacht. Und ansonsten kann ich auch eine leichtere Buttercreme machen, die nicht so schwer vom Geschmack im Mund drin ist. Aufschneiden tue ich es immer gleich. Wie gesagt, ihr kriegt Infomaterial genügend, wenn ihr es braucht. Also ein Backerl kostet 3 Euro. Und die ist jetzt sogar, sage ich jetzt mal, bis April 2021 haltbar. Die braucht ihr nicht in den Kühlschrank rein, in den Speis oder in den Keller unten reicht. Zum Aufschneiden. Ihr braucht nicht diese laschen Hochdrucker. Ganz brutal nehmt ihr ein Messer, schneidet es da durch. Einfach ein Sägemesser in der Mitte rundherum einschneiden. So. Dann schaut das so aus. Also wie gesagt, wie so eine Pudding-Konsistenz. Und dann, wenn ich jetzt, wie hier in dem Fall, meine Butter schon schaumig gerührt habe, dann rühre ich da löffelweise den Pudding drunter, also in die laufende Maschine. Lasse ich halt das in den Pudding, sondern die Snowcreme in, ja, 2-3 Esslöffelweise immer auf einmal zur homogenen Masse machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit
meine Preiselbeeren angedickt mit Sofortgelatine. Das geht ja, da brauchen wir gar nichts erwärmen. Und mit dem Liftball spitz auf den Boden gestrichen. Dann habe ich mir Buttercreme gemacht. Da ist noch ein bisschen Rest drin, wenn ihr das seht. Also wie gesagt, ich habe die Butter mit Esslöffel Puderzucker weiß schaumig gerührt, dass sie wirklich schön hell ist. Und dann habe ich die Snowcreme löffelweiß drunter gerührt. Das dauert so Minuten, zwei Minuten. Wenn die Buttercreme euch nicht, wie soll ich sagen, so homogen wird, dann werdet ihr es einfach nur mal kurz kalt stellen und dann nur mal richtig aufschlagen. Also traut euch, dass es nur mal mit der Küchenmaschine gescheit schlagt. Man hat oft das Gefühl, die geht auch wieder auseinander, aber dann auf einmal ist sie fluffig und dann passt es. Dann habe ich sie in einen Spritztürtel gefüllt mit Lochtülle, haben auch x verschiedene. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich habe praktisch am Rand, immer wo die Spitzen ist, einen höheren Punkt gesetzt und dazwischen lag der kleine. Und in der Mitte habe ich dann gleich mit der Spritztülle weitergespritzt, also so eine Spirale gemacht. Dann brauche ich nämlich nur noch mit dem Liftball spitz die Buttercreme gerade streichen und muss nicht zu viel rumstreichen. Das sparen wir das dann. Wenn ich es eh schon im Spritzbeutel gehabt habe, dann geht das in einem ab. Dann ziehen wir das noch schön gerade. Die Snowcreme Buttercreme ist leichter, also hat weniger Fett, wie gesagt. Ist eine Alternative. Ihr könnt das Backerl extra von mir haben, gibt es auch so Probiersets. Genau. Die restliche könnt ihr sehr gut eingefrieren, wieder auftauen lassen, aufschlagen, fertig. Geht auch, also. Und ist halt einfach eine schnelle Buttercreme. Ihr spart euch halt das Pudding machen im Endeffekt. Und Snowcreme in die Desserts und in die Kuchenfüllungen, muss ich sagen, ist nicht so süß. Schmeckt leicht vanillig, aber nicht so künstlich und auch nicht so Gelatineartig. Oft, wenn man irgendwas kriegt und runterschneidet, meint es, ist schon ein Kilo Gelatine drin. Jetzt habe ich natürlich noch den Boden da. Und den nehmen wir jetzt auch gleich runter. Und dann nehme ich jetzt einen Sauerliftball. Dann zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Ich nehme so eine Spitzen und das einfach da schräg drauf. Darum habe ich praktisch einen Punkt her gespritzt. Dann ist die von Haus aus schon schräg und ich kann wie so ein Fächer kann ich das drüber legen. Ich hoffe, dass ich das auch so hinkriege, wie ich meine. Weil künstlerisch bin ich jetzt nicht so wirklich veranlagt, glaube ich. War ich noch nie. Aber ihr seht, das geht ratzfatz. Und dann habt ihr jetzt gerade einmal zur Weihnachtszeit eine Torte, wo man ein bisschen anders ausschaut, festlicher ausschaut. Die gleiche Technik mache ich mit der Käsesahne im Sommer. Dann tue ich da keine Buttercreme hier, weil die Käsesahne schon drin ist, sondern zum Beispiel eine Himbeere unten, ne, dann habe ich auch diese Erhöhung. Und von außen kann man die Himbeere auch sehen. Also diese Venusform ist einfach sehr schön, weil man braucht keinen Rand verzieren und wirkt in sich schon, sage ich jetzt einmal. Ich brauche eigentlich gar keinen Liftball, kann ich mit der Hand schon machen. Und immer da ein bisschen runterdrücken. Ich werde es jetzt auch noch nicht anschneiden, weil man denkt, ich sollte jetzt doch noch ein bisschen durchziehen. Da müsst ihr leider noch ein bisschen warten. So, das letzte tun wir auch rein. Oh, da ist schön Platz. Wie gesagt, dann schaut das Ganze mal anders da aus. Ich kann ein bisschen Deko drauf machen, wir können ein bisschen Puderzucker drauf, da habe ich das rein für die Optik, sage ich jetzt einmal. Weil die wirkt da schon selber. Und im Karussell seht ihr, ich nehme es total gerne her, weil man arbeitet sich hundertmal leichter. Die Männer kaufen sich auch jetzt Werkzeug. Dann dürfen wir Frauen das auch. Kurz nicht sagen, es gibt ja Männer, die brauchen, aber die haben ein Karussell, da wette ich. Und so schaut das gute Stück dann aus. Ihr seht es da innen drin. Durch die Preiselbeeren ist die auch nicht so süß. Und die Buttercreme ist auch jetzt nicht total machtig, sage ich jetzt einmal, weil es einfach mit der Snowcreme ein bisschen locker leicht ist. Und jetzt da ist noch ein bisschen durchziehen lassen und dann mache ich euch noch ein schönes Anschnittfoto im Abspann vom Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Jetzt habe ich mal Bernsteingold und Snowcreme erklärt. Und der Biskuit duftet auch schön weihnachtlich, weil er das Zimtaroma drin hat.
Ich finde es mal eine gute Sache. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.